sich der Mittelstand der BVMW hier in Dresden in der JVA zu einer gemeinsamen Verpflichtungserklärung Wirtschaft und den Arbeitsstandort JVA in Verbindung zu bringen. Bei uns im Gespräch und im Dialog Hans-Josef Helf, Pressesprecher des BVMW. Wie kam es zu dieser Vereinbarung und wie lange habt ihr schon auf dieses Thema hingearbeitet? Wir haben auf dieses Thema schon ungefähr anderthalb Jahre hingearbeitet. Es ist mit einer ersten Zusammenkunft vor ungefähr anderthalb Jahren in Chemnitz, sind wir drauf gestoßen. Und wir haben ja vor einem Jahr schon einmal hier im Haus eine große Veranstaltung gemacht. Was besonders auffällt, bevor wir zur Ministerin Kandelmeier noch kommen, die Justizvollzugsanstalt hat eine neue Leiterin, momentan kommissarisch, aber eine Frau an der Spitze. Wir haben ein Stück weit heute hinter die Kulissen gucken können. Wie umfangreich ist die Arbeit und ist das eine Besonderheit heutzutage auch als Frau in dieser Position zu sein oder sollte es nicht Normalität sein? Also ich freue mich sehr darüber, dass ich im Moment die kommissarische Leitung habe und finde, das hat ja auch was mit Gleichstellung zu tun. Ich finde die Arbeit deswegen so toll, wir haben es ja heute gesehen, wir haben die Fördermitgliedschaft mit dem Bundesverband Mittelständische Wirtschaft unterzeichnen können und ich glaube, das ist ein wichtiger Schritt, um künftig auch mit den Unternehmen viel enger zusammenarbeiten zu können. Wunderbar. Katja Meier ist Justizministerin des Freistaates in Sachsen. Wenn ich mich ganz deutlich bei der Partei Bündnis 90 Die Grünen. Und wie wichtig ist Ihnen die Zusammenarbeit zwischen der Wirtschaft und der JVA? Ich finde, es ist essentiell, dass wir hier heute diese Vereinbarung unterzeichnet haben, weil es gerade wichtig ist, einerseits für die Gefangenen natürlich eine Möglichkeit zu haben, sich hier zu qualifizieren, einen geregelten Arbeitsablauf zu haben. Aber es ist natürlich ganz selbstverständlich, dass es hier auch natürlich für die Unternehmen einen Mehrwert hat, hier vor Ort in den Justizvollzugsanstalten zu fertigen. Und genau solche Kooperationen wollen wir hier in den Justizvollzugsanstalten ausbauen. Nummer zwei. Die Firma Henschke-Bauer, die am Bau der Justizvollzugsanstalt in Zwickau maßgeblich beteiligt ist, war immer wieder auch Angriff von Zielen und Brandanschlägen bzw. auf Angriff auf ihre Fahrzeuge. Ist die Arbeit mit der Justizvollzugsanstalt auch für Unternehmen mitunter auch eine gefährliche Tätigkeit? Die Justizvollzugsanstalt in Zwickau wird gerade von einem der Unternehmen gebaut. Das ist ein sächsisches Unternehmen, aber natürlich muss man sich auch damit auseinandersetzen, wo Herr Henschke anderweitig unterwegs ist. Das ist ganz klar. Auf deiner Seite nehmen natürlich auch Thematiken zu, Unruhen mit auf der Straße oder Extremismus. Also die Frage ist auch, ein Stück weit verändert sich das Bild der Gefangenen in den JVAs? Wird dort in der Zeit auch jetzt auf andere Merkmale mit Wert gelegt oder ist das Bild eher eine Konstante und wird über die Medien anders dargestellt? Ich glaube, es ist gerade wichtig mit Unternehmen, die in den Justizvollzugsanstalten tätig sind, eben, dass der Vollzug sich auch nach außen öffnet, dass man sieht, wie Vollzug, wie Anstalt, wie JVA funktioniert, um so eben auch ein anderes Bild von Gefangenen nach außen zu transportieren. Im besten Falle sind die Unternehmen auch MultiplikatorInnen nach außen, um eben zu zeigen, dass hier auch wertschöpfende Arbeit geleistet wird und im besten Falle die Gefangenen so qualifiziert werden, so ausgebildet werden, dass sie nach Haftentlassung dann auch in den Unternehmen in Arbeit kommen. Und das ist ja auch Sinn und Zweck des Vollzugs, die Resozialisierung, dass man den Menschen wieder Struktur gibt im Arbeitsalltag, dass sie danach wieder straffrei leben können und wie gesagt einem Job nachgehen können. Sie haben das Thema bei dem Vortrag und vor den Unternehmern angesprochen. Digitalisierung spielt eine Rolle. Gerade jetzt in der Corona-Zeit wurde Videotelefonie mit als Beispiel der Kommunikationsmöglichkeit mit angefügt. Inwiefern spielt Digitalisierung noch eine Rolle im Bereich der JVA? Na, einerseits natürlich das Thema Videotelefonie, das war jetzt gerade während der Corona-Zeit entscheidend, wo keine Besuche stattfinden konnten. Das hat uns auch nochmal wirklich hier in dem Bereich einen großen Schub gegeben. Aber natürlich Digitalisierung findet in allen Bereichen statt, sei es in den Arbeitsbetrieben. Und da ist es natürlich auch entscheidend, die Gefangenen an diese Sachen auch heranzuführen, dass sie natürlich, wenn sie im Arbeitsleben sind, natürlich ganz viel mit Digitalisierung, mit Maschinen zu tun haben und hier das im besten Falle auch lernen. Der Standort Sachsen, der Bundesverband Mittelständische Wirtschaft, ist auch die Stimme der Mittelständler gegenüber der Politik, der hohen Politik, auf Bundes- wie auch auf Europaebene. Herr Helf, gibt es Forderungen des Bundesverbands Mittelständische Wirtschaft an die Politik oder ist Sachsen auch ein Vorbildbeispiel im Verhältnis zu der Zusammenarbeit zwischen Wirtschaft und JVA? Wie sind da Ihre Forderungen oder auch Ihre Meinung dazu? Zum einen sind wir hier in der Sachsen sicherlich ein Stück weit auch immer Vorbild. Und dieses Projekt gerade mit den JVAs ist ein Projekt, was es in Deutschland sonst beim Bundesverband noch nicht gibt. Und wenn ich mich an die letzte Tagung bei uns erinnere, wo ich auch dieses Thema nochmal präsentiert habe, ich glaube, dass dieses Thema
weitergetragen wird, auch in andere Bundesländer. Und so ist es bei uns immer, dass wir versuchen, Dinge, die irgendwo in Deutschland gemacht werden, weiterzutragen in andere Bundesländer. Also so eine Mal kann Sachsen Vorbild sein, das kann aber auch morgen dann NRW oder sonst jemand sein. Vorbild für die anderen und für die Tätigkeit, die wir beim BVMW machen. Wir haben beim BVMW natürlich einen sehr engen Schulterschluss mit der Politik. Nicht umsonst treffen wir uns auch in Berlin mit allen Parteien regelmäßig, um die Forderungen, die Ideen und das, was wir dem Mittelstand weitertragen sollen, in die Politik auch auf den Weg zu geben. Sie sprachen vorhin etwas an, die Vernetzung zwischen den einzelnen JVAs, nicht nur in Sachsen selber, sondern auch landesübergreifend zwischen Thüringen und Brandenburg werden Kooperationen oder aber auch Vereinbarungen getroffen, miteinander zu arbeiten, vernetzt zu arbeiten. Wie wichtig ist Ihnen da die Konstante der langfristigen Zusammenarbeit mit mittelständischen Unternehmen in der Tätigkeit mit Ihnen gemeinsam in dem Programm? Also wir sind mit vielen Bundesländern vernetzt, ob es jetzt Sicherheitspartnerschaften sind oder eben im Bereich der beruflichen Bildung oder Ausbildung. Das ist uns deswegen wichtig, weil das natürlich auch das Spektrum erweitert, also der Möglichkeiten, Gefangene zu qualifizieren. Und das hat letztlich auch was damit zu tun, welche Chancen Gefangene dann auf dem Arbeitsmarkt haben. Denn uns sind ja zwei Dinge wichtig. Das eine ist, dass wir die Produktionsmöglichkeiten in den Anstalten erweitern. Wir wollen gerne die Beschäftigung erhöhen, mehr Gefangene in Arbeit bringen, während der Inhaftierung. Und das andere ist, wir wollen gern die Gefangenen auch bedarfsgerecht für den Arbeitsmarkt vorbereiten. Das bedeutet also, dass wir möglichst die schulischen und beruflichen Qualifikationsmaßnahmen passgenau für die Zeit nach der Inhaftierung strukturieren. Dankeschön. Abschlussfrage an Frau Meier. Die neuen Gefängnisse, die gebaut werden oder geplant werden, werden eher größere Veranstaltungen? Ich bin ein Stück weit beeindruckt von der Größe überhaupt der Justizvollzugsanstalt hier in Dresden, weil man kennt Gefängnisse nicht unbedingt in dieser Größenordnung. Zwickau wird noch größer und auch größer in den Möglichkeiten geplant. Wie sieht es aus in Zukunft? Werden eher kleinere Einrichtungen maßgeblich sein oder wird auf so große zentrale Standorte Wert gelegt? Ja, momentan die JVA, die in Zwickau gebaut wird, ist ja eine Kooperation mit dem Land Thüringen. Das heißt, in der JVA in Zwickau werden Gefangene sowohl aus Sachsen als auch aus Thüringen untergebracht werden. Aber die Tendenz, auch wenn man sich das Deutschland europaweit anschaut, geht eher in Tendenz kleinerer Einrichtungen, einfach um dort das Sozialgefüge besser abbilden zu können, um dort auch besser therapeutisch arbeiten zu können. Die Tatsache, dass immer mehr Menschen unterschiedlicher Nationen natürlich auch zusammenleben, ist eine Herausforderung, die in der JVA auch ganz anders zu spüren ist, sicherlich als in anderen Einrichtungen. Wie wichtig ist dort der Austausch zwischen den ganzen kulturellen Ereignissen, auch zwischen den Menschen, die hier nach Deutschland geflüchtet sind oder vielleicht auch aus anderen Kulturkreisen kommen, diese an unsere Möglichkeiten hier heranzuführen? Na, entscheidend ist natürlich in den Justizvollzugsanstalten, dass die Beamten, dass die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter hier auch die entsprechende kulturelle Kompetenz mitbringen. Das spielt eine große Rolle auch in der Ausbildung. Wichtig ist natürlich auch, dass wir die entsprechenden Dolmetscher haben, damit das sichergestellt ist, dass es hier eine Verständigung gibt. Jetzt wird immer wieder gefordert, auch Untersuchungsausschüsse zu machen in Richtung Polizei gegen Rechtsextremismus. Das ist unser Thema momentan, was sehr stark durch die Medien geht. In der Justiz ist das nicht ganz so bekannt. Oder gibt es da auch Informationen Ihrerseits, die Ihnen vorliegen, dass dort Untersuchungen gemacht werden, um dieses Thema etwas näher zu belichten? Ich glaube, das ist ein gesamtgesellschaftliches Problem und ich glaube, wenn man sich dem Thema widmet, dann muss man sich der gesamten Verwaltung widmen, also nicht nur der Polizei, sondern natürlich auch der Justiz, dem Justizvollzug. Dankeschön, das war's hier aus Dresden. Danke.